komm, ich bin das hier. Hier ist eine andere. Nein, das ist ich Hallo liebe Freunde von CryptoTV, heute haben wir wieder Montag, das heißt Abendspaziergang in Salzburg. Ihr seht, wir haben heute wieder mehr Polizisten als Spaziergänger dabei. Mal gleich eins vorweg, ich lasse heute drauf ankommen, ohne Masken, wenn sie mich festnehmen, dann soll es so sein. Dann kriegen wir ein tolles Video zusammen, wie man einen Einspruch macht. Genau. Dann kriegen wir ein tolles Video zusammen, wie der Richter mir stattgeben wird. Und dann haben wir mal wieder tolle Kas gegessen, mal auf gut Deutsch gesagt. Und somit freut mich, dass ihr mit dabei seid. Heute werde ich vielleicht ein bisschen weniger filmen, weil nur die wichtigen Szenen, weil ich komme mit dem Schneiden immer hinterher. Mir fällt Folklerbruck noch, was ich gefilmt habe und einige andere Orte. Also verzeiht mir, wenn es jetzt so eine Live-Schnittmanier wird wie sonst und gewohnt. Manche mögen das ja, manche nicht. Und somit spazieren wir jetzt einfach einmal. Ich lasse halt drauf ankommen. Ich hab das eh gesagt am Telefon. Weil das ist mir wurscht, weil wir registriert. Ja. Du, ich fühle mich so auf der sicheren Seite und das Video ist überfällig. Es gibt erst eins, wo einer sagt, dass der Einspruch stattgegeben wird. Ja, ja, sowieso. Das ist ein Spaziergang für die Grund- und Menschenrechte, okay. Weil wir uns von der Corona-Diktatur nicht versklaven lassen. Okay. Wir warten wieder. Ja, wir warten. Hier, wo bist du? Ich bin da oben. Diese Amtshandlung wird gefilmt. Sau,
Ich wiederhole diese Amtsanmeldung. Ab sofort wird gemäß § 13 so Sicherheitspolizeigesetz mit Bild- und Tonaufzeichnung vorgegangen. Kommen Sie bitte auch mit. Warum muss ich mitkommen? Weil Sie keine Maske haben. Und ich soll mir jetzt an die gesetzeswidrigen Verordnungen dementsprechend Ihnen folgen. Bitte, ja. Wir gerne. Na gut, machen wir gerne. Haben Sie einen Ausweis dabei? Sicher. Weißt du. Und ich weise Sie auch jetzt darauf hin, dass ich diesen Akt pressetechnisch hochladen werde. Ich werde diesen Einspruch auch erheben. Der Richter wird mir stattgeben. Und dann werden wir wieder mal auf Video aufzeigen, wie Sie mithelfen, unsere Steuergelder eh schon so zu verprassen und obendrein einen gesetzeswidrigen Akt vollführen, indem Sie mich nötigen, einen gesundheitsschädlichen Vollzug zu vollführen mit dieser Maske. Ich habe Sie zu gar nichts mehr. Ja, das ist nur fürs Protokoll. Mutmaßung, was Sie da tun. Und das ist keine Mutmaßung, das Verfassungsgerichtshof hat das Urteil schon dreimal getätigt. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie eine Maske aufsetzen müssen. Ich bin gesagt, dass Sie tragen keine Maske, deswegen werden Sie kontrolliert. Naja, und das ist gesetzeswidrig, was Sie machen gerade. Der Verfassungsgerichtshof steht über diesen Verordnungen der Politiker. Ich glaube, das habt ihr in der Polizeischule auch gelernt. Stimmt das oder habe ich recht? Die Maskenbefreiung. Also ihr seht, wie ich es angekündigt hat, das hat nicht lange gedauert. Der Herr Polizist, der nette Mann, wollte mich jetzt zu einer Straftat nötigen. Jetzt werden meine Daten aufgenommen, dann kriege ich eine Anzeige, die werde ich berufen. Der Richter wird mir diese Berufung stattgeben. Und dann schauen wir gleich weiter, wie die Polizei da weiterhin noch handelt, amtshandelt. Nein, das ist nicht in Ordnung. Kannst du das bitte? Ich habe es nicht erlaubt, dass mein Attest fotografiert wird. Okay, ja. Ja, nur dass es dokumentiert ist, bitte. Das werden wir bis zum Verfassungsgerichtshof dann hoch. Pauken. Das ist ihr gutes Recht, den Rechtsweg zu beschreiten. Möchten Sie also Ihr Gesicht verpixelt oder so los? Ich zeige Gesicht. Ich weiß nicht von der Dame, dass man da die Dienstnummer hat. Sicher, laut Verlangen müsste sie ja eine Dienstnummer geben. Meistens kriegst du dann eine Visitenkarte, wo die Nummer draufsteht. Bekommen die Dienstnummer nur von mir beim Einsatz einer geschlossenen Einheit, bekommen Sie die Dienstnummer des Einheitskommandanten. Aha, und der war es, wer Dienst gehabt hat, der zu welchem Zeitpunkt. Genau, wir haben Kräfte. Okay. Dann bitte ich den Einheitskommandanten vor. Ja, das gehört alles zusammen. Ist es gestartet, wenn ich Sie filme? Ja. Ich kann Sie auch verpixeln oder gar nicht hochladen, wie Sie wünschen. Gar nicht? Ist in Ordnung. Ja, fahren Sie mal weiter, Marc. Ich kann es Ihnen nur mal ansagen, so viel habe ich nicht. Meine Dienstnummer ist 600.
Ist das so die Nummer, was Sie da auf der Nummer haben? Ich kann jetzt nicht, das ist so finster. Sie können es gerne fotografieren. 178. Dankeschön. Schönen guten Tag, ich weise Sie darauf hin, ich bin von Medienmagazin Krypto.tv und ich werde das aufzeichnen, infolgedessen ein Bericht herauskommt, wie man einen Einspruch erhebt auf diese gesetzeswidrige Tat, die Sie gerade an mir vollführen. Aber Sie bestören hier eine Amtshandlung? Ich bin hier gerade selbst in Amtshandlung. Aber nicht mit Filmen. Ich bin in Amtshandlung gerade. Ich weise Sie darauf hin, Gesicht steht Ihnen für Ihre Berichte nicht zur Verfügung, wenn Sie das Material veröffentlichen. Ich werde Ihr Gesicht verpixeln. Dann ist es okay. Das habe ich Ihnen gesagt. Jawohl. Sie haben das auf Material. Es ist Ihr gutes Recht, daran werde ich mich halten. Und wenn Sie sehen, dass ich ersichtlich bin, kriegen Sie von mir eine Anzeige. Ist in Ordnung. Wollen Sie das auch so? Genau. Ist in Ordnung. Und ich weise Sie jetzt auch nochmal darauf hin, dass Sie eine Straftat vollführen. Der Verfassungsgerichtshof hat schon dreimal verurteilt, dass dies alles gesetzes- und verfassungswidrig ist. Herr Röder, wo sind Sie geboren? Sie sind österreichischer Staatsangehöriger? Jawohl. Wo sind denn Sie wohnhaft, Herr Röder? Steht auf der Karte drauf. Test haben Sie kurz? Nein, ich bin gesund und das möchte ich auch bleiben. Der Grund fürs Nichttragen der Maske ist? Erstens einmal eine Straftat, zweitens einmal gesundheitsschädlich. Hast du das gehabt? Gesundheitsschädigung. Und was rechtfertigt ist. Sonst noch Grund oder die zwei? Die sind die zwei treffenden Gründe, ja. Ich bin ein verfassungstreuer Bürger. Darf ich die kurz deine Dienstnummer haben? Klar. Was für Gruppen? Gruppennummer? Da was? Zwei? Die erste Gruppe. 250. 250 haben wir hier, genau. Mit 16. 16, 30. Aber die Gruppen kommen ja nachher. Das ist ja ein Bild zusammen. Gut, Herr Reuter, Sie sind für jetzt entlassen. Wenn Sie wieder an der Veranstaltung teilnehmen, ohne dass Sie Mund-Nasenschutz tragen, dann kriegen Sie nur eine Anzeige. Ja, kosten Steuergelder ganz schön viel Geld, diese Einsprüche, die mir stattgegeben werden. Das können Sie dann beeinspruchen, wie gesagt, Sie sind von mir in Kenntnis gesetzt. Ich bedanke mich bei den Damen für die rasche Amtshandlung. Gerne.
Einen wunderschönen Tag. Gleichfalls, Wiederschauen. So, jetzt bringe ich wieder meinen Presseausweis an und dann schauen wir gleich, wir treffen uns gleich wieder weiter. Musst du das von mir auch irgendwo einbauen, oder? Schon bitte, gell? Das sollen die Leute sehen, sei so nett. Natürlich, klar. Das ist ein Wahnsinn, man will friedliche. Und wenn du sagst, was der, weil der Film ein Foto gemacht hat, damals hat uns beschimpft, die haben wir nicht beschimpft. Wir waren friedlich, hat er von uns ein Foto gemacht und dann haben wir ihn fotografiert auch. Dann ist er auf mich losgestürmt. Die Polizei hat ihm eh gesagt, also filmen und Foto machen ist nicht verboten. Der hat es dann auch löschen müssen, aber der wollte mich wirklich niederhauen. Du. Nein, ich bin für euch da jederzeit, klar. Ja, okay, super. Ist noch nicht 8 und 10 Uhr, oder? Nur weil es dunkel ist. Ich stehe mir hier. Ich bin so gut für einen Presseausweis. Ja, ja. Der ist ja schon ewig tätig. Hat er beim Fernsehen gearbeitet für hat er seinen Blog. Ja, wenn. Ja, hast du vorher mit der Polizistin geredet? Also, sie haben es gesagt, dass wenn sie ein Bild zeigt, dann gibt es eine Zeige. Wenn ich ihr Bild, also Gesicht, nicht mehr fixe. Ja, ich bin in der falschen Firma. Jetzt ist es. Ja, wer bist du? Ich bin der Das ist der Roman. Die Frage ist, ob, ich das, ob man das überhaupt noch will. Also ich gerne wieder zurück und sowas. Nein, das geht als ein Paradigma weg, so generell. Ja, genau, das, richtig. Ja. Das ganze Getriebene. Diese Privatisierung hat ja schon mal angefangen vor vielen Jahrzehnten und das war alles so schleichend. Ich meine, für mich nicht schleichend. Ich habe es erkannt. Aber da möchte ich auch nicht zurück. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Vor allem, das gibt es jetzt zum Verhindern, was die vorhaben müssen. Entweder landen wir jetzt in einem totalen Faschismus oder in einem glorreiches Zeitalter. Ja. Aber ich vermute eher Ersteres. Es sind noch viel zu wenig Leute auf der Straße. Ja, weil es die Leute nicht gut ist. Ja, nicht nur zu gut. Die meisten haben eher Angst, sich dort zuzuschließen. Ja, aber irgendwann weißt du. Das wird die Angst auch nicht dabei sein. Ja, ja, die Angst vor der Angst halt. Ja. Also wie mich noch dem Finanzwesen die Aufdeckung dieser argen Sachen gewidmet hat, hat bei YouTube mehr genervt. Ja. Darf ich dich noch kurz was fragen? Und zwar, also ich habe zumindest die Idee, dass ich in die Volksanwaltschaft jetzt diese Situation beschreibe. Und hast du da irgendeine Idee, an wen machen? Also ich werde es ohne Anwalt machen. Ja, vorerst einmal ohne Anwalt. Weil der kostet mehr, als wie die Strafe ausmacht. Und im Grunde, in meinem Einspruch gebe ich mir die ganzen Paragraphen hin, wo der Verfassungsgericht das alles schon gekippt hat. Und das genügt eigentlich,
in den Einspruch dann, dass der Richter uns Stopp gibt? Also vorab, bevor überhaupt eine Anzeige kommt, weil keine kommen kann, weil ich attestiert habe. Es geht um diese... Ich warte jetzt ab, bis ich die Anzeige dann, also den Straf, diesen Zahlen bekomme. Weil ich die Leute nicht aufgefordert habe, zwei Maske aufzusetzen. Da, weil du was? Weil ich die Leute... Hast du doch. Hast du doch. Oder ja. Der Merlin hat angesagt. Der hat uns aufgefordert. Wir haben es auf Kamera aus sogar. Aber wir können es gern, wir können diese Spielchen gern spielen, wenn ihr uns dann nehmen wollt, dann können wir, bezeugen das. Und das wollen wir wirklich nicht, oder? Nochmal, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon den Kollegen gesagt, Drohung kommt nicht mit. Das ist keine Zeit mit Drohung, das ist eine Tatsache, dass er es gesagt hat. Wir haben das auf Kamera. Also, ja, nein, das ist mit Ärgern. Ja. Wie ärgern? Ich stehe so langsam, weil ich gerade gesagt habe, wenn es ärgert. 50 Polizisten bei 30 Leuten, die zu Fuß gehen, die können das aufnehmen. Das sind auch tolle Bilder. Wir haben auch zum Glück inzwischen einige Presseleute. Von wem wird es ihr bezahlt? Wie geht das? Ich habe 30 Haben wir jetzt alle, können wir weitergehen? Wissen Sie, wir wollen noch mal irgendwann wieder ruhig schlafen können. Ja, dann macht's mit uns. Bevor es erst zu unserer Seite gesellt, wird sich das nicht ändern. Wegen Ihrem Beruf, Heilige Maria. Was ich überhaupt nicht verstehe, wir werden mir rechtens erkundigen, was ihr halt mit der Kamera hier gemacht habt. Ich habe Ihnen das gerade zuerst durchgesagt, aber Sie müssen nicht einmal zuhören, nicht immer nur herumreden. Ich habe gerade durchgegeben, dass gemäß 13a SPG mit Bild- und Tonaufzeichnung vorgegangen ist. Ist toll, wenn man sich auf Gesetze berufen kann, aber es gibt auch noch andere Ebenen des menschlichen Zusammenseins. Sie sprechen von Gesetzen und zwingen uns ein gesetzeswidrige Straftat auf, indem er Masken trägt. Sie widersprechen sich. Verfassungsgerichtshof, das habt ihr gelernt. Steht über den Verordnungen. Glaubt alle neue Einschulung. Hallo. Ja, ist der Roman, oder? Ja. Hast du das zu viel von der Liste? Nicht wahrscheinlich. Von mir, oder? Ja, das ist oft so schwer zu sagen. Mich hat es das nicht, in dem Sinne, du merkst es nicht. Nein, ich hätte es gern, weil sie. Warst du am Anfang mit oder am Schluss dran? So mittendrin. So. Okay, das könnte schon drauf sein. Ich habe gesagt, so sind wir so mitgekommen, habe gesagt, ich möchte erst den Dienst ausweisen, dann haben sie gesagt, sie zeigen wir nicht. Und ich kann Karte mit der Dienst machen, habe gesagt, nein, ich möchte den Dienst ausweisen. Ja, das Prozedere ist nur noch eine Visitenkarte, was man kriegt, genau, von Kommandanten. Ich möchte den Dienst ausweisen, weil Visitenkarte kann sich jeder ausdrucken. So. Und dann haben sie mir einfach mitgeschleppt. Also ich weiß nicht, ob das recht. Ja, damit muss man sich jetzt zufrieden geben, wenn der Kommandant, Einsatzleiter, der gibt die Visitenkarten ja mit seiner Dienstnummer. So wird das gehandhabt in ganz Österreich mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das rechtskonform ist, oder? Rechtskonform, naja. Das ist halt alles so eine schwierige Sache, wie man darauf antwortet. Und weiß ich, müsste dann Dienstausweis jetzt sagen. Ja. So war es schon vor Jahren. Ja. Das mit den Visitenkarten erlebe ich erst seit Corona. Ja, aber das kann ja jeder ausdrücken. Ja, ja. Aber man muss halt da auch wiederum vertrauen, weil es ein Polizist ist. Aber naja. Aber sie werden alle noch vor Gerichte landen. Das ist einmal sicher. Hoffentlich, hoffentlich. Jetzt haben wir wieder Geschichte geschrieben, wir zwar. Vollgas, und 5 haben wir abgeholt, aber mich nicht, weil ich mir recht habe. Aber du darfst mich gerne sehen. Ist deine besondere Ehre. Ja, so hat man schon mal vorgesorgt. Hat das was genutzt? Nein, es hat nichts genutzt. Sie haben mir sogar mit Anzeige gedroht, das ist ein hübsches Mädchen. Weil sie können nicht überprüfen, ob das echt ist. Nein, gefälscht habe ich den Befund, ja, damit sicher. Ich da ohne Masken gehen kann. Ja, ist ja klar, gell? Es ruckst dann 14 Jahre wegen Urkundenfälschung. Ja, genau. Ich will alles in Ordnung bringen, aber das ist mein Name, den ich schaue. Wie kommt der Steuerzahler dazu, oder?
Ja. Ist es nicht arg? Und in der Hochkarte. Wobei ich es ja nicht mehr mitbekomme. Nein, aber ich muss nicht mehr. Das ist nur, was ist das? Portugal ist gerade. Hi! Grüß Sie! Ja, ja, weil ich so gesagt, das war ja mein größtes Problem. Warum ich mich so überarbeitet habe, weil ich immer, ja, machst du es nicht, machst du es selber, machst du es selber, machst du es selber. Da war ich nicht gut dafür. Ja, genau, ja, 6 funktioniert. Ja. Das ist der Polizeijurist, der dabei ist, der Dr. Bucher. Und das ist der Herr Reimisch, das ist der Leiter der Versammlung. Der für Versammlung zu stellen. Ich bin da jetzt angesprochen, ja. Ich bin dabei. Ja. Dass wir super Spaß haben. Ja. Wir haben ein bisschen so ein Gespräch begonnen. Ja. Du merkst ja, dass wir da die Sachen. Ja, die sind auch in der Ort, aber mir steht einfach da oben inzwischen. Wenn er sagt Polizeijurist, das klingt für mich paradox, ganz ehrlich. Na, gibt's extra? Ja, ja, das ist für mich paradox, wenn da ein Polizeijurist da ist und sich gegen die Gesetze stellt, weißt du? Ja. Die sagen halt die ganze Zeit, sie haben ihre Befehle und Kraft und so. Da sage ich ihnen ja nochmal, das ist genau diese Haltung dann vor 80 Jahren in der ganz dunklen Zeitalter geführt. Ja. Was wir alle nicht mehr erleben wollen, glaube ich. Hoffentlich, ja. Dann muss ich mir anhören, da das sind jetzt ganz andere Zeiten, wenn ich sage, das hat schon dieselben Mechanismen und so. Ja, genau. Das sind wie heute, die haben doch gleich ausschöpft. Heute sind wir gar nicht ganz allein der Getreidegassen.
Also vermutlich wird es gleich wieder neue Amtshandlungen vollführt werden. Das ist ein Schwerstverbrecher, hast du es noch nicht gewusst? Schwerstverbrecher, ja, unglaublich. So ist es. Gangster. Ja. Wollen Sie keinen mehr haben? Voll die Autos, super. Schaut so aus, als wenn Sie jetzt doch früher haben wollen. Also ich habe vorher mit einem sehr kompetenten Herrn der Polizei gesprochen und es geht ihnen ja selber am Socken, dass sie so alles da müssen. Und er hat gesagt, sie auch wird schauen, vielleicht das nächste Mal nicht mehr ganz so viele Einheiten dabei sind, weil wir ja doch eigentlich sehr friedlich sind. Bei der was zum Bestimmen hat, oder? Mhm. Ich habe gefragt, wer das organisiert oder wer der ausschlaggebende Ding ist, der das gerne anschafft. Wollte mir leider nicht sagen, aber ich habe da schon so meine Vermutungen, wer da in Salzburg zuständig ist für so Sinnlosigkeiten. Ich schreibe mal eine Mail. Überhäuft sie mit Mails. Aber jetzt haben sie genug glücklich, es tanzt nichts mehr. Das kann er mir. Na. Die Laterne sieht ja nicht total schön. Danke. Bis zum nächsten Montag. Sozialprojekt aus unserer Schule. Ja, nee, danke. Ja. Okay. Ich muss ja laufen. Das ist echt blöd. Deswegen habe ich nicht mehr Mut gemacht. Noch unser übernächster Aufwand. Ja, wenn man noch braucht. Ja, dann haben sie schon verloren. Thank you.
quasi in Herzog gegen unsere Freunde. Wir wollten auch. Wir wollten auch. Also mit der Polizei nicht sagen kann, ich hätte es nicht erfahren. Du, ist es jetzt eigentlich angemeldet als Spaziergang? Nein, es ist ein Spaziergang. Spaziergang. Ja, doch, doch, muss man dazwischen leiten. Sie behaupten, es wäre auch eine Versammlung, sobald mehr wie drei Leute gemeinsam in einem Block gehen. Keine Ahnung. Was war nochmal mit den Familien mit drei Kindern? Fein, fein. Die widersprechen sich erst selber. Zwei Kinder haben wir. Samstag, oder? Ja, ich bin sehr gut. Also, es ist ein Truppentransporter. Ich löse hiermit die Versammlung auf. Ich hoffe, die Polizei hat mich auch gehört, nicht so wie vorhin. Dankeschön. Danke, Merlin. Und jetzt bitte Ja, Herr Ehlers. Entschuldigen Sie mal, meine Nerven liegen nein, zu lang. Das ist. Ich denke mal, Sie machen das am Samstag, war ja auch nicht. Da waren Sie auch sehr gefordert. Ja. Das ist schon klar. Mir ging es nur darum, wenn wir was machen, dass wir es gut machen. Ja. Dass für beide Seiten passt. Ja. Ich wollte es nicht verzwickeln, machen wir nichts dagegen. Nur mit Kindern nicht einfach zuschauen, da wir waren nicht zahlen. Ja. Wir hoffen, dass wir nichts von weniger Leute haben. Ja. Ja, ich bin noch am überlegen, ob ich es nächste Woche überhaupt noch mache oder wie wir es machen. Das ist traurig, das wird nicht so sein. Ja. Und waren halt, wie sie so gewohnt haben, die Massen befreien, das ist eh in Ordnung. Und die anderen sollen halt schauen, dass die Figur mit der Tat in der Sitzung haben. Das mit der Maske, das ist alles auch nicht in Ordnung. Weil du wirst im Bus eingefischt, die holen dir deine Daten, die sind unangenehm zu dir. Ich wäre für gelbe Sterne, so wo maskenbefreit draufsteht, damit man die Leute gleich kennt. Gelbe Sterne haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Ja, das haben schon Menschen in einer Arbeit verloren. Nein, das ist auch jetzt, dass Menschen in ihre Arbeit verloren und die bei unserer Demo gesprochen haben. Ganze Menge. Die auf der Demo in Wien, Lehrer, Direktorin, die auf in Wien sichtbar war, auf der Demo hat den Job verloren, ist nächste Woche abgesetzt worden. Ärzte. Menschheit spielt, die Regierung spielt. Wir werden zur Kasse gebeten, dem unsere Gesundheit schädigen sollen. Also, wie viele Beispiele müssen wir noch bringen? Na, das war zum Beispiel, das war wirklich nicht in Ordnung. Beim letzten Mal hat der Professor, Doktor, wie hieß er? Der Medizinautor, gell? Ja, genau, hat er gesprochen. Hat er danach tatsächlich seinen Job verloren, weil er auf einer kritischen Demo gesprochen hat. Also das ist schon. Wir haben bei einer normalen Demo haben wir Polizisten, die im Dienst sind dabei kommen, die sich Masken aufsetzen, damit es keine Schwierigkeiten gibt. Ja. Ich meine, Österreich ist ja noch homogen, human. Human, aber schauen wir mal in andere Länder und man kann nicht sagen, man darf nicht auf andere Länder ausschauen. In Leipzig, Berlin werden Wasserwerfer in diesen Temperaturen auf den Menschen draufpfeffert. Die verkühlen sie, die kriegen Lungenentzündungen, auf denen wird eingeprügelt. Und wir haben schon damals von Deutschland den Faschismus aufgedrückt gekriegt. Und im Land der Raute passiert das jetzt gerade wieder. Da weiß der Herr Nehammer, wenn er Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten einsetzt, dann wird die nächste Nationalratsentscheidung dann anders ausfallen. Das sind vielleicht 1%, 1%. Wenn ihr Freibad aufbaut und da gehen jetzt von 1000 Leuten ein Nazi ein, werde ich das Freibad deswegen nicht abreißen. Das hat vorne von sich gekriegt und das kann man nicht aus Beifall bekommen. Aber ich habe serbische Wurzeln, also wie sollte das alles irgendwie funktionieren, was da die ganze Zeit... Ja, Münchner, genau. Aber die war so... Was sind wir denn sonst? Ja, aber ich glaube, wir müssen das jetzt beenden. Es heizt sich nur auf und es bringt gar nichts.
Ja, trotzdem, ja, so betiteln. Aber von uns ist ja keiner aggressiv, oder sehen Sie da irgendwie? Wir alle sind ja als Rechtsradikale betitelt worden. Ich habe meinen Job verloren, ein Fernsehen. Die haben ja einen Holocaust geleugnet, einen Reichsbürger, obwohl ich vorweisen kann, dass im Fernsehen gegen diese Menschen schon aber soweit ich sage, es geht ja darum, dass wir keine mehr aggressiv. Das ist ja keiner. Habt ihr jetzt schon jemals an einem Spaziergang oder irgendwelche aggressiven Leute gesehen? Aber ihr kennt es wie ein Aufgebot daher, dass das ja schon nimmer verhältnismäßig ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich müsste genau die Zunge zergehen lassen vor einem Jahr. Wegen friedlichen Spaziergänger, 30 Spaziergänger, 50 Polizisten. Das ist ja Wahnsinn. Das sind die Zahlen. Wir sind das Zahlen. Wir sind gerade zu Corona-Wahnsinn Zahlen. Der Herr Bürgermeister. Es waren ja schon über 100 oder 200 Leute. Das ist ja so eine Nummer werden. Das sollte ja das in der Sache sein. Das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Wir werden halt immer weniger. Ja, leider. Leider. Aber es ist ja wirklich. Es muss ja jeder sagen, dass irgendwas nicht richtig läuft. Aber voll. Wiederschauen. Alles Gute. Danke für die schöne Arbeit. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag. Sehr gut. Unterhaltsam. Unterhaltsam, würde ich sagen. Wie gesagt, schauen Sie, dass die Sachen und dann. Ich kann nicht mit Jerusalem reden. Ich kann nicht tanzen. Aber ein Auftrag. Das wäre cool.